sein. Ich reloade mal die Page, Ja. um das nachvollziehen zu können. Ja, bei mir ist immer noch off, behauptet es immer noch ein bisschen, dass wir offline wären. Wir sagen jetzt einfach mal Hallo. Ah, ja, Ja. aber jetzt hier, da steht live. Oh mein Gott, es steht, dass wir live sind. Ja, vorher habe ich anscheinend verträumt geschaut, aber sind wir schon wieder so verzettelt, verruckelt? Kann es gerade selber noch nicht sehen. Also ich kann sehen, dass ich mich nicht bewege. Mal wieder. Da steht live. Oh Oh. mein Gott, es steht, dass wir live Sorry, 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 sind. sorry, 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 sorry. Das macht nichts, das ist alles gut, das ist alles gut. Also unseren Status müssen wir auf jeden Fall herausfinden, wie man das ändern kann. Da steht nämlich immer noch der alte Status. Das heißt, ich notiere mal, Frage an André, wie ändert man den Status? Ja. Und dann die Frage, warum ich trotz So. WLAN-Kabel zwar sehe, dass wir live sind, aber Nee, ich mich immer noch eingefroren sehe. das liegt an mir. Das liegt nicht an dir. Und es liegt auch nicht am Internet. Sondern? Tja, das ist jetzt die Frage, ob das an meinem Computer liegt. Weil das Internet ist gut. Das Internet ist Jetzt. gut. Das Internet ist gut. Das heißt, wir sind quasi wieder in so einem richtig geilen Podcast-Ding. Wir sind doch jetzt schon in Berlin, quasi. In Berlin, da wo behauptet wird, dass das Internet besser ist. Ich bin extra nach Berlin gefahren, weil das Internet hier so gut sein soll. Und jetzt ruckelt schon Oh. wieder. Und das heißt, dass es nicht am Internet liegt, sondern an meinem Computer. Ja. Das ist interessant. Wo ist denn der hauseigene Techniker? Ja. Ist der Der Computer, ist oder? shoppen, oder? Ist der Computer? Nee, der ist noch da. Aber ist der Ja, Computer? okay. Das ist aber fies, weil in Discord sehe ich dich ruckelfrei. Komplett Ja, ich ruckelfrei. dich auch. Ich sehe dich auch perfekt. Aber Ja. nee, es ist leider. Leider, leider. Oh Mann. Scheiße eigentlich, ne? Tja, dann sind wir quasi wieder live mit einem Podcast. Und Scheiße. einem mittelmäßig traurigen Dugong, der gerne alle knutschen würde. Und wir freuen uns trotzdem über jeden, der bleibt. Ja, Dann sind denn schon ist jetzt überhaupt wieder so ein Leute bisschen da? Fatalismus angesagt, ne? Das sind, also schön, dass wir ein paar Videos vorbereitet haben und ein Experiment. Und Marius, kannst du mal leiser? Kannst du mal leiser machen? naja, aber wir können ja nichts anderes tun, außer jetzt darüber hinwegsehen und einfach weitermachen, ne? Weil hilft ja nichts, oder wie siehst du das? Ja, sehe ich auch so. Also ich glaube, diesmal ist auf jeden Fall der Ton gut. Das ist doch schon mal was. Ja. Dann haben wir in einem der Teilbereiche schon mal was gewonnen. Auf jeden Fall. Aber Oh Mann. ja, Ihr scheiße. armen Menschen. Oh nee, kompletter Stillstand und starken Echo hat Hossi sagt, es ist auch starkes Echo. Nein. Okay, bei mir geht schon wieder der Chat nicht. Oh Gott. Ja, bei mir geht der Chat Okay. immerhin. Na, immerhin Echo. etwas. Allgemeines Echo. Oh, danke Horsti für den Feedback. Okay, Für das. ist jetzt immer noch ein Echo? Warte, ich frage. Gut, dass es die Chat-Funktion gibt, die einem versucht, den Abend ein wenig einfacher zu machen. Ich glaube, wir müssen, wenn André keine Zeit hat, uns irgendwas überlegen, dass wir fremd gehostet werden oder so. Wir suchen hiermit Fremdhosts für Notzeiten. So kann das nicht weitergehen. Jetzt Nee. ist der Ton ist besser. Ja, Ton ist wunderbar. Okay, super. Horsi ist da. Liatani wünscht einen schönen Abend. Danke. Vielen Dank dafür. Das wünschen wir direkt zurück und Prost. Wir müssen wieder ein bisschen mit Fatalismus arbeiten, weil diesmal ist in Berlin das Internet gut. Aber wir haben einen Computer, der wohl nicht so richtig will. Ja, es liegt Also, wohl Jules am ist Rechner. extra. Scheiße. Ja, ich bin extra nach Berlin gefahren. Für das gute Internet. Aber das Internet war anscheinend gar nicht das Problem, sondern der Computer packt's nicht.
Ja, Horsti schreibt, er ist nur Fremdhorst zum Thema schlechte Witze, weil ich gesagt habe Fremdhost. Also okay, der erste schlechte Witz des Abends geht auf dich, Horsti. Danke dafür. Ja, also was können wir denn dann machen? Also heute ist auf jeden Fall Tag der Handpuppe. Die kann ich auch, die ist ja auch, ich zeige sie euch mal, in mehr oder weniger verruckelt. Wieso sind wir verruckelt? Weil wir ein Computerproblem haben. Was sind Computer? Lass dir das von Jules erklären. Die hat da viel Ahnung von. Nein. Nein. Das, wo du gerade reinguckst, Dina, das ist ein Computer. Ich sehe nur dich und du bist sehr schön. Und platt in 2D. Ja, in 2D, aber naja, das ist doch trotzdem nett. 2D ist besser als 0D. Ja, stimmt. Er ist clever. Ja. Er ist richtig clever für eine Handpuppe. Das Ich stimmt. bin eine Handpuppe? Ja, du feierst doch schon den ganzen Tag World Puppetry Day. Stimmt. Ich habe noch keine Geschenke gekriegt. Doch, du hast eben einen Kuss bekommen von Jules. Habe ich schon vergessen. Kannst du noch mal? Kriegst du noch mal einen. Danke. Jetzt Digital erstmal Knutscher. wieder abtauchen. Ja, aber ich Digitale will. Knutscher sind super. Aber Dylan, ich muss dir ja noch erzählen, dass du. Da hast du mir doch die Zukunft vorhergesagt, letzte Woche, vorletzte Woche. Ja. Du hast mir vorhergesagt, dass ich einen Flieder geschenkt bekomme. Und rate mal, was Siehst passiert ist. du? Das Orakel hat sowas Ein von recht gehabt. mysteriöser Flieder stand vor meiner Tür. Eine Woche Habe ich doch später. gesagt, habe ich Ja, hast du gesagt. gesagt? Ja. Es Stell war dir mal vor, ja. ein bisschen unheimlich. Das ist schon sehr geil, weil ich meine, mal gucken, was er als nächstes vorhersagt. Vielleicht Goldbarren. Goldbarren. Das ist eine gute Idee. Aber es ist ja ein Orakel, Dylan. Das hat sie sich ja nicht gewünscht. Das hast du ja vorhergesagt. Also, das ist ja. Das heißt, du müsstest dann erstmal auf die Idee kommen, Goldbarren vorherzusagen, wenn du zum Beispiel eine Seegraswiese als Bild. Das ist ja wie pures Gold. Okay, stimmt. Ja. Aus der Sicht. Herzlichen Glückwunsch zum Flieder, Jules. Dankeschön. So machen Zukunftsvorhersagen Spaß. Ja. Solange es gute Ja. sind, ne? Wenn Ja, schlechte also. Zukunftsvorhersagen dann Wirklichkeit werden, ist es vielleicht nicht so gut. Das ist die einzige schlechte Zukunftsvorhersage für die Kunden damals, war ja, dass Zähne gestutzt werden, wobei das aus der Sicht des Zahnarztes lukrativ war. Stimmt. Ich denke gerne an den Zahnarzt mit seiner Walrosskarte zurück. Aber ich habe uns was vorbereitet, Jules. Ich meine, du hast ja auch Sachen vorbereitet. Ich glaube nur, dass die an der Streaming-Qualität untergehen werden. Also ich kann sie mir hier auf Discord super angucken, aber alle anderen nicht. Ja, leider Oder? schon wieder. Nein, also nicht alles, aber ja, ich glaube, leider müssen wir schon wieder das Experiment verschieben. Das ist echt schade. Und die Sex-Videos auch. Das Konzept bei diesem Mal war, Jules hat sich ein Thema bei mir gewünscht. Ich habe alles vorbereitet und sie hat zu mir gesagt, sie bereitet was vor und es ist eine Überraschung. Und ich merke gerade, die Überraschung waren Sexvideos. Nee, das Na war. toll. Nee, eigentlich war die Überraschung was anderes. Also wir reden da auch nachher Ah. drüber, aber das mit dem Sexvideo, das ist zufällig hat damit reingepasst. Und habe ich zufällig gefunden, aber ich erzähle euch das dann. Worum es Wir geht. hoffen einfach darauf, dass André beim nächsten Mal wieder Zeit hat und dann ist das. Ja. Oh. Oder wir müssen dir noch einen Computer kaufen oder so. Ja.
Oder naja, es mit meinem probieren. Wobei, ich habe ja gerade Spaß mit meinem Online-Anbieter, deswegen bin ich mit einem LAN-Kabel verbunden, weil man mir nämlich erzählt hat, dass ich überhaupt gar kein Recht auf Wi-Fi habe, zumindest nicht vertragsmäßig. Ich habe Recht auf WLAN. Das benutze ich, auf LAN, nicht auf WLAN. Und LAN benutze ich jetzt. Kein Recht auf Wi-Fi. Nein. Da sagte der Techniker, schauen Sie sich mal Ihren Vertrag genau an. Ist ja schön, dass Sie das brauchen, aber es ist überhaupt nicht garantiert. Von unserer Seite. Danke. Auch. Oh Mann. Ja. Aber ja, erzähl mal, was hast denn du? Ja. Achso, was ich vorbereitet habe, also ich hatte jetzt auch mal reingestartet. Es ist Vodafone, Horsti. Es ist Vodafone. Ich brauche ein Sonderkündigungsrecht. Also alle, die hier mithören und Ahnung von, wie man bei Vodafone wieder rauskommt, damit um gutes WLAN zu bekommen, was man vielleicht woanders auch nicht garantiert bekommt, aber trotzdem, dass es trotzdem funktioniert, nehme ich. So, okay, aber zurück zu dir. Entschuldigung für die Unterbrechung. Achso, was war dein Gedanke? Genau, nein, ich wollte nur, also was ich vorbereitet habe, und zwar, heute ist ja Welttag des Wassers, aber wir reden ja eh immer über Wasser, deswegen ist das eigentlich gar nicht so besonders. aber heute, weil es gibt ja, jeder Tag ist ja Welttag für tausend verschiedene Sachen. Und heute ist auch Welttag des Faulenzens. Und deswegen habe ich mich gefragt, was es denn für faule Tiere im Meer gibt oder Tiere, die als faul gelten. Und genau, habe mir da eins rausgesucht und wollte darüber ein bisschen was erzählen. Geil. Ja. Willst du es gleich machen oder möchtest du mit dem Leben des Jacques Cousteau anfangen, was du dir gewünscht hast? Ich glaube, ich würde mit Jacques Cousteau erstmal anfangen. Ich habe da auch mal wieder was vorbereitet. Beim letzten Mal hatte ich ja nur 9 Seiten. Diesmal habe ich 11 Seiten mit so Anmerkungen hier, damit ich so halbwegs noch einen Überblick habe. Oh, weil mein WLAN nicht funktioniert. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen bescheuert. Und das ist auch in keinem, also wenn wir irgendwo mal wieder angeben müssen, wie viel Prozente wir reinbuttern, die nicht bezahlt sind in diesem Projekt. Also, da kann man das Beispiel nennen. Ich habe eigentlich die letzte Woche wenig anderes gemacht, außer an einem Kinderbuch noch zu schreiben. Über Jacques Cousteau. Nee. Das könnte ich auch noch mal machen, ja. Soweit bin ich nicht. Nee, aber Jacques Cousteau. Und ich habe noch einen Film geguckt. Kennst du Die Tiefseetaucher? Ja, den klar, Film von Wes Anderson? Ja, ist einer meiner Lieblingsfilme. Das ist richtig gut. Ja. Das ist cool. Der Leopardenhai. Ja, auf der Suche nach dem Leopardenhai. Ja, sie finden den ja auch. Und es gibt ein paar Sachen, also das basiert, das steht ja hinten im Film auch, dass Wes Anderson Jacques Cousteau dankt für seine Vorarbeit, sonst hätte es diesen Film nicht gegeben. Mhm. Und es gibt ein paar Sachen, die auch passen zum, also abgesehen von dieser abgedrehten Story mit einigen Dingen, die sowieso, aber so Details sind sehr, sehr cool gelöst. Also zum Beispiel ist dir aufgefallen, dass die diese silbernen Tauchanzüge benutzen. Ja, oh Gott, es ist sehr lange her, dass ich den Film das letzte Mal gesehen habe. Sicher 8 Jahre oder sowas. Also ich habe den extra auf Rakuten TV runter, also nicht runtergeladen, sondern gestreamt. Ja. Hätte ich dir Bescheid sagen können, hättest du auch nochmal gucken können. Ich hatte den 48 Stunden. Oh, stimmt, ja, ich hätte den gerne nochmal geguckt. Ja. Ich finde vor allem auch so geil, eben ihre ganzen Unterseewesen mit so Pailletten und so und wie die gestaltet sind, das ist total geil. Stimmt, die Details. Und die kehren in einen Hafen zurück, der heißt Porte-au-Monnaie. Also wie das Portemonnaie, aber in 3 Worten. Hm. Ja, ich muss den echt mal wieder gucken. Gut. Ja, muss mal wieder gucken. Ist ganz witzig. Aber Jacques-Yves Cousteau, wie dieser Herr hieß, erstmal so die Lebensdaten zum Einordnen. Der ist 1910 geboren und damit vor dem Ersten Weltkrieg und hat den Zweiten Weltkrieg miterlebt. Dazu später mehr. Den Ersten wohl auch, oder hat er den übersprungen? Nee, Ersten und Zweiten. Ja. Er hat beide, aber er ist davor, also er ist in Friedenszeiten geboren und hat dann 2 Weltkriege mitgemacht. Arme Sau. Ja. Das ist. Ja.
Er war während des Zweiten Weltkriegs, als er schon alt genug war, auch bei der Marine. Mhm. Und da fing das dann auch alles an. Da komme ich dann gleich zu. Ich versuche es ein bisschen chronologisch zu machen, aber wahrscheinlich klappt das wie immer nicht. Aber der ist aufgewachsen bei Eltern, die im Gegensatz, weil beim letzten Mal, die waren ja am Weltfrauentag, kam, wie heißt nochmal die, die ich gemacht habe? Silvia Oehl. Ja, danke. Mein ganzes Gehirn ist überschrieben mit Jacques-Yves Cousteau. Silvia Oehl kam ja aus einem Haushalt von nicht, also ein bisschen nicht so Bildungsbürgertum. Mhm. Das kann man bei Jacques-Yves Cousteau nicht behaupten. Vater war Jurist, war wohl auch für Manager, also relativ reiche Geschäftsleute tätig. Und deswegen ist der kleine Jacques auch nach Amerika gekommen, eine Zeit seines Lebens. Und sein älterer Bruder und er sind da auch zur Schule gegangen. Das heißt, der sprach wohl ganz gut Englisch, was man nicht von jedem in Frankreich geborenen, aufgewachsenen Menschen, das kann man von Deutschen ja auch nicht behaupten, aber Frankreich ohne Französischkenntnisse ist für manche Menschen schon schwierig zu überleben zum ja. Thema, wenn man irgendwo was essen möchte. Ich glaube, mittlerweile geht's, aber ja, klar, vor allem ja. zu der Zeit war das nicht gängig, dass man Englisch sprach. Nee, überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Das heißt, er war total modern dabei und er war wohl sehr schüchtern. Das ist ja jetzt auch kein besonders großer, starker Mann so. Von der Physik des Körperbaus kann ich mir auch schon vorstellen, dass er so ein bisschen schüchtern gewesen sein könnte, am Anfang zumindest. Und hat auch nicht so viele Freunde gehabt, bis er dann mit 12, 13 eine 9mm-Kamera bekommen hat von seinen Eltern wohl. Mhm. Geschenkt bekommen. Und fortan mit dieser Kamera durch die Gegend lief. Das war ja zu der Zeit auch nicht normal, dass man so eine Kamera hatte. Und dann quasi Instagram-mäßig, bevor Instagram überhaupt passiert ist, Real Stories gemacht hat. Gut, man konnte sie erst später sich anschauen. So, aber der ist mit der Kamera rumgelaufen. Mhm. Ja, ja, genau. Anfang der 20er Jahre hatte der eine 9mm-Kamera. Also so ungefähr und vor 100 Jahren. Richtig. Vor ziemlich, ja. Genau, vor, 100 Jahre. Genau, plus minus 2 Jahre so in etwa. Mhm. Genau, also eher plus 2 Jahre. Ja, und auf einmal war er beliebt. Also von schüchtern zu beliebt, ja, kauf dir eine Kamera. Ja, das ist irgendwie kein gutes ja. Beispiel. Du musst dir was Cooles kaufen, das ist ja schon immer so, kennen wir aus der eigenen ja. Kindheit, ne? Man muss die coolen Sachen haben, damit man hat die Playstation, dann kommen die anderen vorbei, nicht weil sie dich mögen, sondern weil sie auch zocken wollen und so. Aber okay, nein, das ist gut, er war beliebt, das ist schön für ihn, dass er nicht mehr einsam ist. Ja, er hat viele, ja, ich weiß auch nicht, wie das sich jetzt ausgewirkt hat, ich habe das nur in der Recherche gefunden. Und er hat dann ja auch später eine Unterwasserkamera aus einer normalen Kamera gebaut und zwar mit einem Wegglas. Seine ersten Unterwasserfilme hat er mit einer Kamera in einem Wegglas gedreht, geil. Schwarz-weiß noch. Ja. Und der ist dann, der wollte Flieger werden, also Flugzeuge fliegen und ist zur Marineschule in Brest gegangen. Ich weiß nicht so genau, warum man zur Marineschule geht, wenn man Flieger werden möchte, aber anscheinend kann man da eine Fliegerausbildung theoretisch zumindest machen. Ich kenne mich auch beim Militär nicht so gut aus, schon gar nicht beim Französischen. Ich weiß nur, dass das deutsche Militär viele Flugzeuge hat, die man nicht fliegen kann, weil die kaputt sind. Das war zumindest früher so, als ich noch einen Freund hatte, der beim Militär war und der einen Cousin hatte, der Pilot werden wollte, aber seine Flugzeiten nicht hingekriegt hat, weil die Maschinen nicht startfähig waren. Tada! Naja, also der wollte das machen. Der ist dann 3 Jahre in Brest zur Marineschule gegangen und dann danach unterwegs gewesen auf einem Schiff namens Jeanne d'Arc. Nein. Ja, und dann kam 1933 und ist dann in die französische Kriegsmarine eingetreten. Das war dann ja schon langsam Nationalsozialismus im Nebenland, also bei uns. Und 1936 änderte sich seine Möglichkeit, Flieger zu werden, denn da hatte der einen Autounfall. Man hat ihm sogar gesagt, er soll seinen Arm amputieren lassen oder so. Das wollte er aber auf gar keinen Fall. Und man hatte ihm als Kind irgendwie verboten zu schwimmen, weil er so schwächlich war. Aber da hat er dann auf Empfehlung von Kollegen
angefangen mit dem Schwimmen, um sich körperlich wieder fit zu machen. Also hat ja beide Arme auch behalten, hat sich gegen die medizinischen Empfehlungen gewehrt und hat einfach versucht, so klarzukommen. Da war der 26 und die Fliegerei war beendet, automatisch durch diese körperliche Problematik. Und ja, er hat auf einem anderen Schiff, nicht mehr auf der Jeanne d'Arc, sondern auf einem Schiff, ein Zerstörer, namens Condorcet, einen Typen kennengelernt. Und vielleicht kennst du den Namen. Der hieß Philippe Terrier. Nö. Nö? Ja, macht nichts. Das war ein Pionier des Sporttauchens zu der Zeit. Mhm. Weil das hatten wir nämlich beim letzten Mal, hast du ja auch schon gesagt, dass man hatte zu der Zeit keine Möglichkeit, ohne großes, schweres Equipment tauchen zu gehen. Und das Sporttauchen fing gerade überhaupt erst so an und dafür fehlte aber total viel. Und in der Zeit kam dieser Jacques-Yves Cousteau auf den Plan und dieser Typ namens Philippe Terrier hat ihm eine Brille, eine Unterwasserbrille geborgt. Mhm. Und dann, Erweckungsmoment, hat er Fische unter Wasser gesehen beim Schwimmen. Und man konnte halt so lange unter Wasser bleiben, wenn man tief tauchte, wie die Lunge das aushält und nicht länger. Mhm. Oder man muss das schwere Equipment benutzen oder so ein Schnorchel. Aber er wollte es anders. Ja, und dann gab es aber noch nicht so richtig die perfekten Materialien, um lange unter Wasser zu bleiben. Es gab so ein paar Erfindungen zu der Zeit. Hans Hass kennst du auch, ne? Das ist der österreichische Typ, der ganz viel Unterwasserbiologie gemacht hat. Und ja, den Namen habe dieses ich schon Haibuch, dieses ganz berühmte Haibuch geschrieben hat. Das habe ich als Kind verschlungen. Hans Hass. Ich glaube, der war Wiener oder so. Ich bin so schlecht mit... Ja, der hat... Mit Personen. Doch. Ja, googlest du gerade? Ja, ich bin so schlecht mit Personen. Ich kann mir immer auch Menschen, Autorennamen und sowas überhaupt nicht merken. Ja. Ich kann mir den total gut merken, weil wir... kleiner Exkurs. Im Deutschunterricht sollten wir ein Diktat vorbereiten. Ich mochte die Deutschlehrerin nicht und dann habe ich aus dem Buch zitiert und zwar die grausamste, gruseligste Hai-Geschichte, die man sich so vorstellen kann, habe die dann laut vorgelesen, damit jeder die Interpunktion lernen kann und meine Deutschlehrerin fand das nicht witzig, aber sie hatte nicht gesagt, was man für Texte vorlesen soll, sondern nur gesagt, sucht euch was raus, wir müssen üben. Naja. Sehr gut. Also auf jeden Fall hat er dann so Lunte gerochen und wollte länger unter Wasser bleiben, weil er die Unterwasserwelt total toll fand. Und war aber immer noch auf dem Schiff unterwegs, zusammen eben mit diesem Philippe Terrier, der schon Sporttaucher, sportlich tauchend unterwegs war. Mhm. Und dann ist erstmal was passiert, was den meisten Leuten irgendwann passiert. Er war in Japan auf einem kleinen Fest und hat da eine Frau kennengelernt. Die Frau eines französischen Admirals. Das klingt also gefährlich. Ja, die französische Admiralsfamilie. Da war nur ganz kurz, hat sie aber ein Jahr später wieder gesehen und fand die total super und hat die dann auch geheiratet. Die hieß Simone Melchior und die hatten gemeinsam zwei Söhne. Den einen kennst du bestimmt, also vielleicht kennst du auch beide, ne? Die heißen alle Cousteau, den Nachnamen kennt man ja. Der Ältere, der immer noch lebt, heißt Jean-Michel. Und der Jüngere, Philippe Cousteau, ist seit 1979 mit dem Flugzeug abgestürzt und verstorben. Also ich kenne tatsächlich persönlich, habe ich kennengelernt, seine Tochter. Er hat noch eine Tochter. Alexandra. Du meinst Alexandra? Ja, ich glaube, genau. Seine Tochter habe ich vor. Es ist nicht seine Tochter. Also nicht Jacques-Yves Cousteaus Tochter, sondern seine Enkelin. Das ist die Tochter von dem abgestürzten Philippe. Ah, okay, weil ich wollte gerade sagen, weil ich habe auch Philippe kennengelernt, aber halt also ihren Sohn. Und ich dachte, das wäre Jacques Cousteaus Enkel. Aber dann ist es sein Urenkel. Also die Familiengeschichte ist sehr verwirrend, Jules. Ich bin mir nicht sicher. Also wenn du eine Alexandra kennengelernt hast und die war in Berlin, nee, dann ist die wahrscheinlich... Nee, ich habe also
Ich habe die in Washington kennengelernt, aber ich glaube, dass sie auch in Frankreich lebt. Aber auf jeden Fall, Philippe Cousteau ist ja, ich dachte, das wäre sein Enkel. Der ist ja jetzt, der macht ja jetzt auch ganz viel Filme und so. Nein, du meinst. Du, warte, 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 warte. Okay. Du meinst wahrscheinlich Pierre Yves? Der ist so alt wie wir. Ja, so in unserem Alter, ja. Habe ich. Ja, und Diane, das ist auch seine Tochter. Das wäre Diane, Diana quasi, Diane Elisabeth, weil die Familiengeschichte ist insofern verworren. Er hatte zwei Kinder, die in den 40ern geboren sind. Davon ist eben dieser eine 79 verstorben bei diesem Flugzeugunglück. Den anderen gibt es auch immer noch. Der hat auch ein Buch Mon Père le Commandeur geschrieben, also mein Vater, der Kommandant, weil der ist ja später auf dieser Calypso rumgefahren. Da habe ich auch noch ein paar Sachen zu. Die Calypso war so ein Forschungsschiff. Die hatte er bekommen vom Guinness-Brauer, der für 1 Franc im Jahr an Jacques Yves die Calypso verpachtet hat. Okay. So. Und auf diesem Schiff waren diese beiden älteren Brüder und die Frau, die erste Frau. Die erste Frau ist 1990, glaube ich. Muss ich mal nachgucken, wann das war. Ich glaube, das war, naja, ich habe es hier noch hier. Genau, die ist 1990 gestorben an Brustkrebs. Und 1991, hört sich jetzt ein Jahr später an, war aber nur ein halbes Jahr später, hat er neu geheiratet. Nämlich seine Geliebte, mit der er schon zwei Kinder hatte. Die zu dem Zeitpunkt auch, lass mich kurz rechnen, 12 und 10 waren. Genau, aber den auf jeden Fall, den ich meinte, sein Enkel ist Philipp auch, den ich kennengelernt habe. Ich habe gerade nochmal Das, ja, nachgeschaut. aber dann ist das ein Enkel von, also der Enkel kann ja nach dem verstorbenen Typen benannt sein. Genau, es ist wohl, also wenn ich das hier gerade, ja genau, das ist der Sohn von Philippe Cousteau, also von dem Sohn, Okay. der beim Flugzeugabsturz gestorben ist. Ja, okay, verstehe. Genau. Aber dann ist nicht seine Mutter, ist dann nicht die Tochter, sondern sein Vater war der Sohn. Das war quasi mein Fehler. Die Mutter von dem Philippe, die ich kennengelernt habe, ist nicht die Tochter von Jacques Cousteau, sondern es ist die Frau des Sohnes von Jacques Cousteau, der ja beim Flugzeugabsturz gestorben ist. Das ist der. Man müsste so ein ganzes, ja, wie in den schlimmen Familiensagas, so ein Stammbaum. Ja, wenn das Die seine sind sich Mutter nämlich auch war, alle nicht vielleicht war das grün. auch seine Tante, vielleicht habe ich das falsch verstanden. Vielleicht war das seine Tante, vielleicht war das, naja, Wirrwarr. Auf jeden Fall war er der Enkel. Das Es ist gibt auf jeden Fall. auf jeden Fall eine Frau, die heißt Francine, und das ist die zweite Frau von Jacques Cousteau, die ist auch relativ alt. Und die streitet sich übrigens auch immer gerne noch mit dem Bruder von dem Philippe, dem Sohn, nämlich mit dem Typen, der Jean-Michel heißt und immer noch lebt, weil der kann nämlich seine Stiefmutter, glaube ich, nicht so gut leiden. Die haben alle ähnliche Interessen, die machen alle irgendwie in Meeresthemen und haben unterschiedliche Gesellschaften und haben unterschiedliche Interessen an diesem, an den Schiffen und an Namensgebungen und sind sich alle nicht so richtig grün. Okay, ja, ich habe das schon mal gehört, dass das alles ein bisschen schwierig ist. Ja, naja, auf jeden Fall hat er diese Frau geheiratet, hat zwei Kinder bekommen, also die erste Frau, die aus dieser Admiralsfamilie kommt. Die Familie schien auch ganz gut Geld zu haben. Zumindest wird das ja immer bei Wes Anderson, wo man jetzt nicht so genau weiß, bei dem Die Tiefseeforscher-Film, da weißt du ja gar nicht, da wird immer gesagt, dass es die zweite Frau sei, mit der er keine Kinder hat. Also es ist ja nicht 1:1 übertragbar, weil der Wes Anderson-Film, der karikiert das Ganze und die Personenkonstellationen sind nicht übertragbar, glaube ich. Ja, naja. Ach, egal. Das war ein Gedankengang, den kann ich auch nicht zu Ende führen. Das bringt auch nichts weiter. Auf jeden Fall, ich habe am Anfang bei der Recherche zu Jacques Cousteau ganz, ganz viele super positive Sachen gelesen. Das, also alles, was du so findest, ja, der große Ingenieur, er war gar kein Ingenieur in dem Sinne. Er hat ja super viele Sachen erfunden. Er hat ja, also man schreibt ihm total viel zu, aber eigentlich. Es sei denn, er hat noch mal ein Ingenieurstudium gemacht, was man nirgendwo nachvoll oder was ich nicht nachvollziehen kann, in diesen Marinejahren. Auf einem Schiff vielleicht nachgeholt, keine Ahnung, aber hatte immer irgendwelche Ingenieure, die für ihn was weiterentwickelt haben, wo er so ein Bedürfnis hatte,
nach dem Motto, ey, ich will länger unter Wasser bleiben oder ich will da besser rumschwimmen können oder so, könnt ihr nicht mit mir zusammen was entwickeln? Das hat er irgendwie immer gemacht. Also war er eher der Visionär, der das vorangetrieben hat, aber er hat das nicht... Ja, so verstehe ich das. Das kann mit seinen ganzen... Ja, also auf seine Kappe geht eben dieses Scuba-System, das man ja heute auch noch in etwas anderer Form benutzt, was ich sehr spannend bei der Geschichte zu diesem Scuba-System finde. Also es nannte sich Aqualunge am Anfang. Und es gab einen Typen, der hieß Maurice Fenet. Der war in Paris und hatte sich auch schon gesagt, man müsse länger unter Wasser bleiben. Und er hatte so dieses Schlauchsystem schon erfunden. Also so grob einen Schlauch zu haben, und aber noch mit Koppelung an die Wasseroberfläche. Dann kam der nächste Typ. Und der wird auch immer in Zusammenhang mit Cousteau genannt. Das war Yves-Paul Gaston Leprieur. Der hatte diesen Fenet gesehen und hat gesagt, na, also mit der Wasseroberfläche immer verbunden zu sein, ist doch uncool, wir müssen was Neues. Es gibt doch die Zylinder von Michelin, also dieser französische Autoreifenhersteller. Ja. Ne? Und die gab es damals schon, diese Reifen. Und es gab für... Garagen, die keinen eigenen Druckluftanschluss irgendwie machen konnten, gab es so Zylinder, die wurden an die Garagen beliefert, damit die Reifen aufpusten können. Und da kam dann der Le Prieur da drauf, boah, hier, Maurice, du hast ja doch dieses Ding, wollen wir das nicht irgendwie kombinieren? Wir holen uns von Michelin diese Zylinder und das hängen wir an den Schlauch. Also wir sind nicht mehr mit der Wasseroberfläche verbunden, sondern wir machen das mit so einem Druckluftding. So weit waren die zu zweit schon. Und dann kam der Herr Cousteau und hat gesagt, ja, ist schon geil, aber man kann ja überhaupt nicht den Druck regulieren. Das ist ja, ich stelle mir das so vor, als genau, aufgeblasen, genau so. So stelle ich mir das vor, voll fies. Genau, und dann hat der gesagt, wir müssen irgendwie was weiter erfinden, dass man den Druck regulieren kann. Und daraus ist diese Aqualunge dann entstanden. Also er war quasi der Dritte im Bunde, ja, oder der dritte Schritt. Das ist eine, übrigens, Aqualung ist immer noch eine Tauchmarke. Jetzt weiß ich, wo der Name kommt. Das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Also so diese Überlegung auch wirklich so, dass sie diese Zylinder zum Reifen aufpumpen, so, da ist doch Luft drin, wenn man die mit runternehmen. Ja, haben wir doch alles. Und das Interessante dabei, das Interessante dabei ist, zum einen, dass Hans Haas, dieser High-Typ, der Österreicher, der hatte schon Vorläufer davon erdacht. Das heißt, die waren nicht die Ersten, aber die berühmtesten, sind halt irgendwie berühmter damit geworden. Vielleicht, weil er seine Kamera mitgenommen hat in seinem Marmeladenglas. Ja, das kam später. Nee, stimmt gar nicht. Das kam zu ähnlicher Zeit. Es gab dann noch ein Typen, das ist total krass, also Yves Gaston, egal. Es gab noch einen Émile Gagnon, der hatte einen Chef und dieser Chef war der Admiral, der Vater von der Frau von Cousteau. Und der hat bei einer Firma namens Air Liquide, also flüssige Luft, gearbeitet und hat dann den Émile Gagnon dem Cousteau vorgestellt, weil er wusste, ey, mein Schwiegersohn, der macht da diese Tauchsachen und Emil, du hast doch Ideen, wie man so einen Atemregler machen kann. Irgendwie so muss es funktioniert haben, hat die dann zusammengebracht. Also gibt es dann noch jemanden, der da mit dieser Aqualunge und dem Scuba-Diving-System zu tun hatte. Also es ist so ähnlich wie die Familiengeschichte von den Cousteaus. Es gibt total viele unterschiedliche Interessensgebiete, also Leute, die unterschiedliche Anteile an Dingen haben, die ein bisschen verwirrend sind, finde ich. Ja, schon. Weil nämlich am Ende ist es meistens Cousteau, der genannt wird. Ja, Cousteau hat Scuba erfunden. Scuba gab es halt vorher schon, weil es ja eigentlich nur der Name ist für ein sich selbst versorgendes Unterwassersystem, inklusive Brille und wie die Nase verschlossen wird und so. Ja, und das wird immer mit Cousteau in Verbindung gebracht. Und die anderen, die dahinter stehen, also es sind mindestens drei andere, plus noch Hans Haas, der auch schon solche Ideen
organisiert hat, aber nicht ganz so publik machen konnte. Die hängen da auch im Prinzip. Aber das ist ja irgendwie keine Einzelleistung. Ne? Ja, aber genau, das ist ja auch oft so in der Geschichte. Ne? Also da gibt es, glaube ich, tausende Beispiele, wo irgendwie immer nur eine Person genannt wird, aber eigentlich waren da viele Leute dahinter. Das ist ein bisschen so wie die Mondfahrt. So, ne? Es ist immer Armstrong und ich meine, da waren halt noch andere Leute mit dabei. Meistens wissen die Namen von denen gar nicht. Also ich glaube, da gibt es etliche Beispiele in der Geschichte, wo nur eine Person berühmt geworden ist, wobei andere Leute das vielleicht sogar schon vorher erfunden haben oder so. Das ist halt immer ein bisschen tragisch. Aber deswegen ist es doch schön, Inga, dass wir da hier heute drüber reden. Jetzt haben wir zumindest 10 Leute oder so, die zuhören, wissen die es jetzt besser. Ja, sind voll ausgebildet jetzt. Ja, es gab also noch ein paar Patente, die dann vorstellig wurden. Die Aqualunge hat zum Beispiel das Kürzel CG45 für Gagnon Cousteau 1945. Da wurde es patentiert. Mhm. Und die haben das Produkt dann kommerzialisiert. Wahrscheinlich haben sie auch nur kommerzialisieren können, weil der Schwiegervater in dieser Firma war, die bereit war, eine Unterabteilung zu gründen. Mhm. Und dann die Vermarktung irgendwie mitzumachen. So. Ja, das ist halt auch wichtig. Ne? Inga, ich muss dir gerade ganz kurz sagen, du musst den Chat ein bisschen im Auge halten, weil bei mir funktioniert der Chat nicht und ich weiß leider nicht. Ja, Horsi hat das letzte Lebenszeichen 20:28 abgesetzt und da haben wir irgendwas über Berlin geredet und da hat er geschrieben, Klingnachdorf in Brandenburg. Aber du bist ja Downtown Berlin, oder? Ja, schon Berlin, kein Dorf in Brandenburg. Nicht so wie André. Nee, und das ist auch, Speedtest, alles super, top Internet, aber es liegt an meinem Rechner, es liegt nicht am Internet. Das ist ein Apple, ich habe auch ein Apple. Ja, also eigentlich irgendwie hat er nicht genug Power, I don't know. Vielleicht können wir in der Pause nochmal was fixen, schauen wir dann mal. Aber. Ja. Was auch nicht besser wird. Ach so, Horsi meint auch gar nicht, dass du in Brandenburg sitzt, sondern dass die Familienverhältnisse klingen wie auf dem Dorf in Brandenburg. Nee, es war ein Dorf in Frankreich. Ja, ich glaube, die Dörfer in Frankreich sind ähnlich wie die Dörfer in Brandenburg. Klüngel und alle sind miteinander verwandt. Ja, gibt es auch ein Buch von Julie C., das heißt, glaube ich, sogar Das Dorf, wie sie das thematisiert. Ja, so, Entschuldigung, du warst Patent und... die haben was patentieren lassen. Die Neuerung war ein Regler, der den Druck der Atemluft aus den Pressluftflaschen mit zunehmender Tauchtiefe automatisch erhöhte. Das war deren Trick. So. Das man verhinderte das Kollabieren der Lungen. Mhm. Und mit dem Gerät hat Herr Cousteau 1947 den Weltrekord im Freitauchen aufgestellt, 91,5 Metern. Und das ist krass. Genau. Und er ist dann in den Tiefenrausch gekommen, hat es aber offensichtlich überlebt. Er hat ja dann immer in so Gruppen gearbeitet. Es gab dann einen anderen Typen, der hat dann wenige Monate später sich gedacht, weiß nicht, ob er es sich gedacht hat, ich interpretiere, wenn der Cousteau das jetzt irgendwie schafft und ich habe ja das Gerät auch, ich arbeite ja mit dem zusammen, ich probiere es auch mal. Weltrekord wird meiner. Er hat es geschafft auf 120 Meter, also knapp 30 Meter krass. Mehr. Mhm. Aber er hat es nicht überlebt. Richtig. Das war, kurzfristig toter Weltrekordhalter. Und woher ist es denn Weltrekord, wenn man dabei stirbt? Weil wenn man stirbt, kann es ja eigentlich jeder. Dann kannst du auch tiefer. Ist der Witz an der Sache nicht, dass man es überlebt? Ja, ich weiß es nicht. Also kannst halt nachvollziehen, wie weit er runtergekommen ist. Und vielleicht ist er ja auch noch lebend hochgetaucht und ist aber dann später gestorben. Mhm. Weißt du? Also ich weiß nicht so genau, wie der zeitliche Verlauf ist, weil wenn er frei getaucht ist und ohne irgendwas angekettet zu haben, muss er ja auch alleine wieder hochgekommen sein. Ne? Das stimmt. Ja, irgendwo müssen wir ja wissen, wie tief er
Wie tief er getaucht ist. Ja, Ja, das stimmt. Das ist auch der. I don't know. Ja, aber das ist natürlich trotzdem, das tut mir leid für ihn. Ja. 120 Meter ist auch heftig. Ja, mit der Aqualunge. Ein einmaliges Erlebnis zu dem Zeitpunkt. Sprichwörtlich für ihn. Ja, es gibt noch ein paar Erfindungen, die auf die visionären Ideen des Herrn Cousteaus zurückzuführen sind. Also so ein Scooter hat er mit erfunden, das Fortbewegungsmittel unter Wasser. Er hat auch mehrere Forschungs-U-Boote mitgemacht. Da gibt es zum Beispiel ein Flying Saucer, also so ein Underwater, so eine schwimmende Untertasse, so eine gelbe, die sieht man auch in dem Tiefseetaucher Film ab und zu so ein bisschen. Also ich glaube, die ist nicht 1A, aber es ist ein so gelbes Viech gewesen. Sorry, ganz kurz. Und Mein Chat geht gerade mal, ausnahmsweise. Horst, ich schreibe gerade wie beim Nobelpreis, wo man bei der Ernennung noch leben muss. Ist das so? ich, Wusste ich ich nicht. habe den, mir hat man den Nobelpreis noch nicht angeboten. Nein? Nee, ich kann da. Das überrascht mich. Nee, aber das ist interessant, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Aber ja, ich glaube, in der Regel stimmt, wenn Nominierte waren, die, das. Ja, die werden auch immer angerufen. Ja. Die warten doch immer alle auf den Anruf aus Schweden. Interesting. Noch nie drüber nachgedacht, aber ja, in der Regel leben die, stimmt. Ja, also vielleicht Meistens ist der sind sie sehr alt, Nobelpreis. aber sie leben noch. Interessant, muss ich mir mal Ja. angucken. Sorry, jetzt habe ich dich schon wieder Macht nichts. Es, so unterbrochen. ist Interaktion. Es ist doch schön. Das wäre in der Kneipe genauso, Jules. Da würden nur noch mehr Leute da sein und dann wäre es laut und vielleicht wäre jemand total betrunken und würde einem so richtig ins Wort fallen. Ja, doch, es wäre so schön. Ja, jemand, der einem am Arm rumhängt und eine Frage, passiert hier Ja. überhaupt nicht. Oder überhaupt einfach in der Kneipe sein. Menschen. Ja, okay. Also Jacques Cousteau war immer umgeben von Menschen. Schöne Überleitung. Hat super viel auch für die Unterwasserfotografie und Unterwasserkameras gemacht. Und ja, ich habe mir hier jetzt ganz viel zum Thema Calypso aufgeschrieben. Ach so, und Lilia Tati schreibt, beim Darwin Award kann man sich ausschließlich nur tot bewerben. Ich denke, da macht das Bewerbungsverfahren jemand anders, oder? Oder muss man kurz. Es Ja. stimmt nicht ganz, weil beim Darwin Award kannst du sogar lebend nominiert sein, wenn du es geschafft hast, dich selber zu kastrieren. Das auf dumme Weise, dann zählst du auch mit rein, weil der Punkt ist beim Darwin Award ist ja, dass du dich selber aus der quasi Evolutionskette entfernt hast und das kannst du auch, wenn du dich einfach nicht mehr fortpflanzen kannst. Deswegen, es gibt ein paar Darwin Award-Preisträger, die noch leben oder ja, die aber sich selber kastriert haben. Damit sie den Preis bekommen können, oder sind sie alle für Na, Kastration was? vorgeschlagen? Inga, weißt du, was der Darwin Award ist? Ja, für tot, ja, für wirklich bescheuerte Sterbeprozesse Genau, eigentlich. für Leute, die quasi aus echt total krasser Dummheit es geschafft haben, ums Leben zu kommen oder eben sich selber zu kastrieren. Zählt auch mit Okay. rein. Also, wenn man es für einen Nobelpreis nicht schafft, kann man bei Darwin immer noch. Scheiße. Ja. Liatani hat wieder was gelernt, schreibt sie. Also es ist schön. Ja. Gut. Der hat ziemlich viele Filme gemacht. Hat drei Oscars gewonnen. Mit Filmen, die unter heutigen Tierschutzgesetzen sehr verwerflich sind. Also, es gibt ziemlich viele harte Diskussionen darüber, wie er seine Aufnahmen geschafft hat. Okay. Ja, die Rede ist von Haimetzeleien. Also, Haie wurden bedroht, Delfine angeblich. Das ist keine Ahnung, ich kann es nicht nachvollziehen. Aber es gibt auch die Diskussion darüber, dass sie Delfine zerstückelt haben, um Haie anzulocken. Es gibt Überlieferungen, dass sie ein Riff in die Luft gesprengt haben, um hinterher die Fische bestimmen zu können. 50er, 60er Jahre.
Also, wenn sie sich dabei umgebracht hätten, hätten sie den Darwin Award verdient. Horst informiert nochmal über den Nobelpreis, dass man dabei noch leben muss. Deswegen gibt es ein Bangen, ob die Nominierten es schaffen. Also. Ja, ich habe es gerade auch bei Wikipedia nochmal nachgelesen. Ja, stimmt, okay. Das war mir tatsächlich nicht klar. Ich habe aber auch echt noch nie in meinem Leben darüber nachgedacht. Ich auch nicht. Ach, nee. Nee, und ja, also es gibt auch Dokumentationen, wo die sich auf Riesenschildkröten über die Galapagos-Inseln schleppen lassen. Also Cousteau war immer mit so einem Team auf dieser Calypso unterwegs, also lange Jahre dieses Boot, was er ausgebaut hat, zu einem Forschungsschiff. Und dann haben die super viele Filme gedreht, davon eben 3 mit Oscar-Nominierung. Aber an die Filmaufnahmen sind sie teilweise wohl unter merkwürdigsten Umständen gekommen. Da fallen mir gerade 2 Sachen zu ein. Zum einen auf Galapagos-Schildkröten reiten. Als ich vor 10 Jahren auf den Galapagos-Inseln war, da gibt es einen kleinen Zoo, wo auch Lonely George, oder wie das war, der gestorben ist, dann ich glaube vor 9 Jahren. Also ich habe den gerade noch gesehen, der ist kurz danach gestorben. Und auf jeden Fall waren die Schildkröten halt in eingezäunten Gehege. Und dann habe ich erfahren, dass wohl noch so, ich glaube 1 oder 2 Jahre vorher, war da kein Gehege. Also du konntest wirklich an diese Schildkröten rangehen. Aber sie haben das Gehege reingemacht. Und zwar, weil irgendwie 2 so ganz tolle, schlaue Mädels haben sich halt auch auf so Schildkröten draufgestellt und haben die gesurft. Und haben Fotos gemacht und haben die bei Facebook hochgeladen. Deswegen hat das überhaupt dieser Zoo mitbekommen. Und die haben dann gemeint, okay, dann kommt da jetzt halt ein Zaun hin, um die Tiere vor den Menschen zu beschützen. So. Ja, unglaublich. Ja. A, und B, fällt mir ein zu der Geschichte mit denen, dass die Filme so manipuliert sind. Kennst du vielleicht auch die Disney-Filme mit den Lemmingen? Kennst du die Story mit den Lemmingen? Nein, ich kenne das, das Computerspiel Lemminge, was ich Anfang der 90er auf dem Atari gespielt habe. Aber sonst kenne ich mich mit Lemming nicht so aus. Also es gibt einen ganz alten Disney-Tier-Doku-Film. Ja, auch noch in Schwarz-Weiß. Ich weiß nicht, aus den 50ern oder so. Und da werden die Lemminge gezeigt, wie sie über einen Felsvorsprung laufen und in den Tod stürzen. Mhm. Und daher kommt auch diese Sage, dass Lemminge sich in den Tod stürzen bei einer Überbevölkerung, was überhaupt nicht stimmt, sondern das hat Disney erfunden und die haben diese Lemminge diese Klippe runtergejagt. Das ist komplett gestellt anscheinend. Das und dann gibt es noch, ich glaube, das lustige Leben der Tiere oder so, auch Disney-Produktion. Da werden auch Tiere gezeigt, wie sie irgendwie schon angegorene Früchte von einem Baum essen und dann alle so ein bisschen besoffen sind. Und das ist angeblich auch gefaked und die haben die Tiere absichtlich betrunken gemacht. Das war damals so, ne? Ja, da gab es zum Thema Tierschutz. Tierdokus, ey, da hast du gemacht, was dir gerade so eingefallen ist. Ja, Hauptsache die Bilder stimmen. Kreatives Filmen. Ja. Na, furchtbar. Ich guck mal hier kurz. Ich kann noch mal gucken, ob ich hier Tierquälerei. Ah, zum Thema Tierquälerei. Erinnerst du dich an die Folge, die wir gemacht haben, wo ich über Orcas alles Mögliche rausgefunden hatte und wo die versucht hatten, so Orcas zu trainieren und der eine, der keinen Bock hatte. Genau, einer ist gestorben, einer ist abgehauen und der einzige Wal, der geblieben ist, war gar kein Orca. Ja. Da gibt's ja auch so eine Geschichte. Die haben für einen Film, für ein Unterwasser-Krimi für die ABC, haben sie 2 Seelöwen namens Pepito und Cristobal eingefangen und in einem Bassin auf dem Schiff Calypso Fernsehreif trainiert. Mhm. Und dann wollten sie irgendwann für die Filmarbeiten im offenen Ozean beginnen. Und dann hat sich Pepito gedacht, ihr seid so scheiße, ich hau ab. Hat er auch gemacht. Und dann haben die den verfolgt. Ja, die haben ihn aber verfolgt und haben ihn wieder eingefangen und dann ist er kurz darauf gestorben. Zum Thema Tierkrimi. Ja, das war auch nochmal kurzer Exkurs, aber das war auch noch in den 80er Jahren, wurden halt ganz auch immer noch in Western und so die Pferde, das war alles echt, da sind richtig viele Pferde und so und Tiere gestorben bei Filmen.
Das ist nämlich erst irgendwie so in den 90er Jahren gekommen mit Tierschutz beim Film. Das habe ich auch neulich erst irgendwie gelesen, das war mir gar nicht so klar. Also das war früher echt richtig, richtig krass mit den Tieren da. Also im Prinzip kennst du Mr. Ed, das ist so eine amerikanische... Ah, mit dem Pferd, Schwarz- ja, mit dem sprechenden ja, Pferd. Dem haben die immer, ja, das sprechende Pferd, dem haben die immer Rauch in die Nüstern geblasen, damit er die Mundbewegung macht. Ah, nice. Mhm. Ja, man kann sich diese ganzen... Also alles, womit man noch in den 80ern, Anfang der 90er aufgewachsen ist, mit diesen ganzen niedlichen Tierfilmen, also keine Ahnung, was mit Lassie war oder Flipper oder... Oh Gott, man müsste mal eine Folge machen zu Flipper. Was? Ja, also es gab viele Flippers. Viele Delfine waren Flippers. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass ich glaube, der erste Flipper hat sich umgebracht. Also ich will gerade nicht die Hand dafür ins Feuer legen, aber ich bin mir relativ sicher, dass ich das mal gelesen habe, dass der erste Flipper-Delfin-Darsteller sich umgebracht hat. Aber ja, vielleicht sollten wir mal eine Folge über Flipper machen. Ja, falls Flipper und andere Meerestiere. Ja, wenn ihr Bock auf sowas habt, dann fange ich an zu recherchieren. Meerestierstars und ihre Schicksale. Ja, aber es gibt noch mehr traurige Sachen. Alkohol. Ja. Alkohol bei Meerestieren. Das ist schwierig mit dem Trinken. Horsti hat geschrieben, dass er dachte, sie haben immer Erdnussbutter bekommen, dass die Tiere Sprechbewegungen gemacht haben. Ja, also sie haben bestimmt diverse Tricks da gehabt, um irgendwie Tiere zu irgendwelchen bescheuerten Sachen zu animieren. Also ich glaube, ich weiß nicht, Mr. Ed Erdnussbutter bekommen hat. Ich bin mir relativ sicher, dass ich zumindest schon mal von diesem Rauchding da irgendwas gelesen habe. Ja. Sorry. Seehunde so. Auf der Kalypso. Seehunde auf der Kalypso, genau. Darum. Auf der Kalypso gab es auch, das gibt es auch in diesem Tiefseeforscher Wes Anderson-Film, vorne im Bug so eine Beobachtungs-, unten in einem Bug vom Schiff, da wird es ja so schräg und dann gibt es so noch eine Ausbuchtung, womit man die besonders fahrtschnittig macht. Ne? Und in dieser Ausbuchtung, in diesem gewölbten Ding, hat er sich so Bullaugen einbauen lassen. Da konnte man liegen und unter Wasser sich angucken, was an einem vorbeifährt. Das ist cool. Ja, schon ganz geil. Ja. Das hat er gemacht und er hat die Kalypso auch einmal verwendet, um nach Ölfeldern zu suchen. Der Typ konnte wohl nicht so gut mit Geld umgehen und hat deswegen relativ viele Dinge gemacht, wo er viel Geld für bekommen hat. Unter anderem auch so ein paar verwerflichere Dinge, wie zum Beispiel ja eben nach Ölfeldern suchen. Und das Geld war aber immer relativ schnell wieder weg. Er hat auch gut Geld ausgeben können. Er hat zum Beispiel 4,2 Millionen Dollar für eine 12-teilige Fernsehsendung, die Unterwasserwelt des Jacques Cousteau, bekommen. Das war so ein Straßenfeger, wie man früher noch gesagt hat. Kennst du den Ausdruck Straßenfeger? Also so als Fernsehsendungsthema? Nee. Weil es früher doch so richtig wenig Programme gab und die Leute, Fernsehen war ganz neu, da gab es halt so ein paar Sendungen, da haben alle vorm Fernseher gesessen und haben sich das angeguckt. Also no doubt about it, was du am Samstag geguckt hast, es gab zwei Programme oder vielleicht sogar nur eins und dann hast du das geguckt und bei Jacques Cousteau, der fiel halt so in diese Zeit rein, wo alle diese Jacques Cousteau-Sachen geguckt haben, die er da gedreht hat, also seine Fernsehserien. Ja, okay, deswegen ist er so berühmt. Ja, genau. Wenn er das Einzige war, was im Fernsehen läuft, dann... Ja, und es muss auch ganz geil gewesen sein, weil du wusstest ja früher nicht, wie es unter Wasser aussieht. Und dadurch, dass er diese ganzen Kameras da erfunden hat, Hans Hass übrigens auch, der hat auch Kameras gehabt, aber die sind nicht so berühmt geworden. Der hat halt eben nicht so eine Fernsehserie gehabt. Ja, das ist manchmal auch eine Frage, wie man sich verkauft, Inga. Ne? Das ist halt. Ja, Hans Hass war aber auch Wissenschaftler, soweit ich weiß. Das war eben Jacques Cousteau nicht. Hans Hass hat auch mal über ihn gesagt, ob das wahr ist oder nicht, weiß ich nicht, aber dass er den nicht so gerne mochte, weil er den so arrogant fand, den Jacques. Das kann ja auch voll sein, ne? Also ich glaube, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele Leute so aus der Geschichte, die irgendwie cooles Shit gemacht haben, dass sie vielleicht nicht so die coolsten Zeitgenossen waren, so.
Ja, naja, also der Typ war halt immer Visionär und hat immer irgendwie geile Sachen erfunden, hat seine Ideen gut durchdrücken können oder Leuten vorgeschlagen und hat dafür auch dann oft genug Geld bekommen, um das durchzuziehen und viel Unterstützung gehabt. Und wenn das immer so positiv, also wenn du so immer erfinden kannst und irgendwer sagt, oh ja, geil, das machen wir, dann ist es auch fürs Ego ein bisschen schwierig, dann wieder runterzudampfen, glaube ich. Und das. Also ich habe die Bücher nicht gelesen, aber der Jean-Michel, der älteste Sohn von ihm, der noch heute noch lebt, der hat auch geschrieben, dass es sehr, sehr, also früher war es ja auch mehr patriarchalisch sowieso und militärisch, und Jacques Cousteau kam aus dem Militär, der hat da auf seinem Schiff eine ganz krasse Rangordnung gehabt, und da durften die Leute, wenn die irgendwie was falsch gemacht haben, mussten dann auch ohne Essen zu Bett gehen, ne? Also erwachsene Menschen, so eine Aktion. Ja, und relativ, ich habe mir auch sogar auf Französisch eine Sendung angeguckt. Jetzt kenne ich einen französischen Talkshow-Master, den ich mega unsympathisch finde seitdem, weil der so ein, ich habe den Namen vergessen, aber der Jean-Michel war in einer Sendung und hat über sein Buch gesprochen, das eben Mon Père le Commandant heißt. Auf Französisch, also mein Vater, der Kommandant. Und da hat er eben auch in dem Buch davon geschrieben, dass er Schwierigkeiten mit seinem Vater natürlich auch gehabt hat. Und wurde dann darauf angesprochen, dass das war so ein, der Moderator war so ein richtig pieksiger Journalist, immer so einer, der immer so reinhackt und immer schon weiß, was er hören will. Und wenn er das nicht hört, dann bohrt er weiter und du denkst so, ja, ich habe dir gerade die Antwort gegeben. Die wird jetzt nicht anders. Und dann wird es halt immer unangenehmer. Und in so einer Sendung wurde er dazu befragt. Also Jacques Cousteau ist 1997 gestorben, und kurz bevor er gestorben ist, hat er noch mal ein Verfahren gegen seinen eigenen Sohn angestrengt, der auf den Fidschis ein Hotel mit dem Namen Cousteau eröffnet hat. Und da hat dann der Vater gesagt: So, ja, aber nicht unter meinem Namen. Aber der Sohn heißt halt auch Cousteau, ne? Ja. Deswegen hat der Vater auch verloren, aber da sagte eben dieser Jean-Michel, der Sohn, ja, sein Vater hatte schlechte Berater kurz vor seinem Tod, da war er auch schon ziemlich geschwächt und so. Und da ist auch vorher, bevor der gestorben ist, der ist wohl in sein Bett gestorben, also jetzt nichts irgendwie komplett Dramatisches, aber ein Jahr vor seinem Tod ist auch die Kalypso untergegangen, vorübergehend, ne? Die ist in, also dieses Forschungsschiff, auf dem man die Hälfte seines Lebens gefühlt verbracht hat. Die war in Singapur für so Wartungsarbeiten und ist von der Barkasse gerammt worden und dann untergegangen. Und dann haben die wieder hochgeholt und ein bisschen repariert und dann rüber nach Frankreich gebracht und wollten die, also 2010 war ja 100-jähriges Jubiläum, also er wäre 100 geworden. Und bis dahin wollten die die eigentlich wieder fit machen. Aber dann gab es Rechtsstreit zwischen der Witwe und dem Schwieger, nee, wie heißt es, Stiefsohn, also dem Jean-Michel, der auch dieses Verfahren hatte mit seinem Vater. Und die Witwe, also die zweite Frau von Jacques Cousteau, die haben sich dann um dieses Schiff gebettelt und wem gehört das und warum und wie. Und letztendlich soll das jetzt wohl irgendwie als Forschungsschiff auf die Bahamas kommen. Das haben, weil es ursprünglich ja, das gehörte ja der Guinness-Brauerei, die es für einen Franc im Monat verpachtet haben. Und das hat dann einer von den Guinness-Leuten dann später verkauft. Da gab es dann eben auch noch den Streit, wem gehört jetzt dieses Boot? Also gehört es dem Sohn, gehört es der Witwe, gehört es der Brauerei? So, ja. Oh. Echt. Es Ja, klingt also in nach der sehr Familie will ich nicht groß werden. komplizierten, ja, komplizierte Ext ja, Familienverhältnisse. ja. Richtig kompliziert. Aber eine Sache, die ich sehr spannend fand, ist das Conch-Shell-Ding, da hast du bestimmt schon mal von gehört. Conch-Shell. Das ist, ja, das Nee. Projekt Conch-Shell, das ist das Kontinentalschelf, das ist die Abkürzung dafür. Und er hat ein Projekt gemacht, von zwischen 62 und 65 hat er Leute, also Regierungen zum Beispiel, davon überzeugt, dass man doch das Leben unter Wasser als Thema haben sollte und zu gucken, ob die Menschen nicht unter Wasser leben könnten, so, ne? Als Alternative für die abgerockte Erde. Und da hat er drei,
Projekte gehabt, mit unterschiedlichen Geldgebern teilweise. Also das, was daran auch schon wieder ein bisschen merkwürdig war, ist, dass er in einem der Conshelf 1, 2 oder 3, Nummer 2 wurde mit 1,2 Millionen durch die französische Petroleumbehörde finanziert. Ja. Und da war der... Guck doch mal schon mal nach ein bisschen Erdöl. Richtig. Richtig. Ja, ja, ja. Ein bisschen man muss ja wissen. Das, aber guck halt, ob du ein bisschen Erdöl auch siehst. Ne? Ja, ja, ja. Man muss das Gute mit dem Nützlichen verbinden. Oder so ähnlich. Ja, und er hat dann auch so irre Sachen. Das ist ja auch bei, ich komme schon wieder zu Wes Anderson, aber bei Wes Anderson, da wird ja der Jacques Cousteau auch so als so ein irrer Typ so ein bisschen dargestellt. Und er hatte halt auch so Ideen, visionär, man könnte doch den Menschen zu einem aquatischen Leben, zu einer aquatischen Lebensform trainieren und dem dann, dem würde dann ja auch irgendwann Kiemen wachsen. Und man könnte Wale melken. Die Theorie nicht ganz verstanden. Ja, er war, wie gesagt, kein Wissenschaftler. Ja. Ja. Aber er hat das Ozeanografisches Museum in Monaco hat er lange Zeit geleitet, von 57 bis 88. Aha, da wollten wir mit der Ausstellung hin, aber es ging nicht, weil Monaco ist ja so klein und zu dem Museum geht nur eine Straße und da muss man aber durch so ein, wie sagt man, so ein Arc, also so ein Torbogen fahren. Und der Torbogen war zu niedrig, da wären wir nicht durchgekommen mit den Containern. Und es ist der einzige Weg, um da hinzukommen. Und deswegen hat es nicht geklappt. Das wäre es gewesen, ey. Ja, das wäre schon ganz ja. Ja, das hat Albert I gegründet. Jetzt ist ja Albert II an der Macht in Monaco. Und eigentlich gehört das Ozeanografische Museum sowieso dem Land Frankreich, weil die das alleine nicht unterhalten konnten, mal zwischendurch, dann ist Frankreich eingesprungen. Die Familie, die haben auch eine ganz bizarre Familiengeschichte. Oh ja. Interessiert. Mal googeln. Oh ja. Ja, 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 ja. Da gibt es ganz viele Verschwörungstheorien und ist auf jeden Fall auch Drama. Ja. Ja, die konnte man in den 80ern und 90ern und wahrscheinlich auch heute immer noch regelmäßig in der Gala nachlesen. Also sobald es die Gala gab. Und das Yellow Press, das sind die Yellow Press-Leute. Mhm. Aber sie haben dieses Museum dort. Und Jacques Cousteau war auch lange Zeit der Leiter dort. Also das Conshelf ist im Prinzip das Gleiche, also sehr ähnlich wie das Unterwasser Tektite-Projekt, so ein bisschen, aber unwissenschaftlicher. Die Aquanauten von Sylvia Earle. Genau. Ja. Und da gab es eben drei Varianten von und dadurch, dass Jacques Cousteau da mit dabei war, gab es da unten auch Champagner und man konnte rauchen. Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob die... guten Seiten, der Mann. Ja, er hatte auf jeden Fall viel für... die Atmosphäre getan. Radio, Fernseher, Bibliothek zum Beispiel. Da war das erste Mal war es eine 7-Tage-Mission. Das haben sie gemacht vor der Küste von Marseille. Und da haben die dann waren zwei Aquanauten unten. Das war noch ohne, also hat Cousteau mit angeleiert, aber er selber war nicht dabei. Da haben sie Fischgehege gebaut zum Beispiel unter Wasser und viele ärztliche Untersuchungen auch gemacht, die so anstrengend waren, dass man die später reduziert hat von der Frequenz, weil die Aquanauten das nicht durchgehalten haben. Also die Untersuchungen, die sie immer machen sollten. Und okay. Dadurch... What the fuck? Ja, die haben irgendwie... die ärztlichen Untersuchungen von einer Stunde pro Tag, einer Stunde pro Tag im Habitat wurden gegen Ende des Experiments reduziert, weil sie für die Aquanauten zu ermüdend seien. Und der eine von denen, der hatte Albträume und Gereiztheit und das nahm aber ab.
nachdem Costur die Intervalle von den Ruhestörungen und die Besuche reduzierte. Also sie waren da unter ständiger Beobachtung und Kontrolle. Und das war wohl mega stressig für die. Okay. Die hatten aber Fernseher, Radio, Bibliothek. So. Und dann gab es ein Jahr später im Roten Meer in der Nähe von Sha'ab Rumi, das ist nordöstlich vom Port Sudan, nochmal ein Projekt, das für 5 Personen. Und das ging dann, sollte für 4 Wochen dauern, in 11 Meter Tiefe. Und sie haben ja Luft als Atemgas benutzt. Naja, es lebten am Ende 2 Männer eine Woche lang auf 27 Meter und dann entstand daraus ein preisgekrönter Film, Le Monde sans Soleil, der die Welt ohne Sonne. Und aber irgendwie, ich habe da noch mehr Sachen zu gefunden, dass also über diese Dauer von den 4 Wochen gab es da auch, das gab ein Haus, das hieß Starfish House. Das waren so verschiedene Sachen. Die kannst du auch, wenn du tauchbegeistert bist, du kannst da hinfahren. Die stehen teilweise noch. Also es ist so ein Hotspot zum Tauchen. Und die hatten einen Papagei namens Claude dabei, weil Claude wie so ein Kanarienvogel im Bergbau dafür zuständig war, als erster Alarm zu schlagen oder zu sterben, wenn das mit der Atemluft nicht funktioniert. Mhm. Also aber Atemgas. Hat alles geklappt. Hat alles geklappt, ja. Da haben die diese aluminiumbeschichteten Neoprenanzüge auch benutzt, weil man weithin sichtbar sein sollte, wenn was passiert. Also hebt man sich visuell ab von der Oberfläche. Und genau. Und die hatten einen Shuttle-Service zwischen dieser Plattform, dieser Unterwasserplattform und dem Hafen in Port Sudan. Und man wollte Fische und marine Organismen sammeln und beobachten. Und das wurde dann alles ins Ozeanographische Museum Monaco gebracht. Übrigens, kleiner Exkurs zum Ozeanographischen Museum Monaco. Albert der Erste, jetzt regiert ja gerade Albert der Zweite. Und Albert der Erste, der hat das ja erfunden oder gegründet. Und der hatte so ein als Ausstellungsstück in seinem Museum, dass ein Kraken oder so mit Lederhaut oder sowas, die Art ist nach ihm benannt, seit diesem Fund, dieser Fund ist ausgestellt, gibt es weltweit 7 Exemplare, die je gefunden worden sind oder so. Das finde ich sehr spannend. Aber die haben eben in Monaco da ganz schön viele Exponate gesammelt. Es gibt aus dem Programm auch ganz viel zum Thema rauchend und Champagner schlürfend rumhängen unter Wasser. Boah, was kann man nicht lüften, ey, das ist echt. Nee. Aber noch viel geiler, es ist nicht nur so, dass du nicht lüften kannst. Die hatten keine Klimaanlage, hatten deswegen 100% Luftfeuchtigkeit bei konstanten 29,4 Grad. Und Zigaretten rauchen. Und hatten Appetit und Schlaflosigkeit dadurch. Außerdem hatten sie einen Leck, sodass der Wasserspiegel 40 Zentimeter pro Tag stieg, bis sie festgestellt haben, dass die Führung eines Fernsehkabels dieses Leck verursachte, weil sie auch Fernsehen unter Wasser hatten. 40 Zentimeter am Tag? Also, ja, das ist richtig scheiße. Also nach 4 Tagen ist da bei mir Kopf runter. Aber du kannst doch Champagner trinken und rauchen. Das müssen sie vielleicht schnell dann nehmen. Sie sind mehrfach abgestürzt mit dieser Kapsel, mit einer dieser Kapseln. Also es gab mehrere Kapseln da. Es gab halt wohl diese hauptbewohnte Kapsel. Dann gab es aber noch eine extra Kapsel, wo andere Leute noch drin wohnen konnten. Und dann gab es eine Garage für die Unterseetasse. Willi Wilker schreibt, was lernen wir daraus? Das Fernsehen ist der Untergang. Ja, das Fernsehen hat was vom Untergang. Irgendwie hat da was. Ja. Das Fernsehen. Die haben, eine von diesen Kapseln ist auch abgestürzt. Also die Deep Cabin, weil die hatten unterschiedliche Namen. Also Starfish gab es, wo man 5 Leute unterbringen konnte. Es gab die Deep Cabin, wo man 2 unterbringen konnte. Bei diesen Deep Cabin, wo man 2 unterbringen konnte, die ist abgestürzt inklusive Aquanauten drinne. Einmal. Oh, krass. Ist aber keiner verletzt worden.
wurde dann auch besser gesichert. Und es gab dann ständig Probleme betreffend Platzierung, Ballast, defekte Verankerung, Abbrechen von Stützelementen. Es wurde aber nie jemand verletzt. Und im Abschlussbericht steht für C-Lab 1 Programm, dass die Aquanauten von Conchave 2 eine mittelschwere Anämie nach längerer Einwirkung von Pressluft bei der Meerwassertiefe von nur 9,74 Meter aufwiesen. Und außerdem hatten sie ein Atemgasgemisch da drin. Weißt du noch, als wir uns kennengelernt haben in Flensburg und da diese Heliumflasche frei war? Ja, oh ja. Schöne Erinnerung. Lange ist her. Ja, und wir mit Reini und André den Faust, glaube ich, hatten wir zitiert auf Helium. Ja, und Reini behauptet, man findet das Video leider nicht mehr. Geil, hat er das gelöscht. Er hat es mal unter nicht sichtbar bei YouTube, aber er scheint es gelöscht zu haben und kein Backup zu haben. Ich habe da schon mehrfach gefragt. Ich glaube, André auch. Wir fanden das ja witzig. Schade, ja, das war auf jeden Fall. Ja. Das waren lustige Sie hatten... Ja, das war ein ganz richtig guter Abend. Im Science Center. Ja, mit einer unbeobachteten Flasche. Stimmt, es waren auch nur wie vier, ne? Oh, sorry. Ja. Ja, egal. Ja. Kleine Anekdote. Ja. Es gibt angeblich kein Beweismaterial mehr. Insofern ist es alles nur ein Traum. Die hatten starken Wasserdruck. Die Crew atmete ein Gemisch aus 98% Helium und 2% Sauerstoff, genannt Heliox. In dieser Kunstluft, ich zitiere, konnte die Mannschaft weder schmecken noch riechen. Es ist quasi Covid. Wenn du das nachempfinden möchtest, wie es mit Covid ist, probier es mal mit Heliox als Atemgasgemisch. Und das schlug auf die Stimmbänder. Die Aquanauten hörten mich an. Ja, ich weiß gar nicht, das kann man wahrscheinlich gar nicht ernst nehmen, die ganze. Aber Champagner trinken und rauchen noch dazu, das ist auf Helium. Das war ja das Einzige, was ihnen geblieben ist, obwohl sie es nicht mal schmecken konnten. Warum trinkt man Champagner? Da kannst du auch Mineralwasser trinken, wenn du es nicht schmeckst. Naja. Ja, aber vielleicht brauchst du den Alkohol, wenn du dich den ganzen Tag so anhörst. Vielleicht war es ein Teil eines medizinischen Versuches. Alles für die Wissenschaft. Man kann immer noch Überreste von diesem Conchave 2 also sich anschauen, wie gesagt. Liegen da überall so Champagnerflaschen noch so im Boden. Es gibt noch alte Hai-Käfige, die da sind. Von Champagnerflaschen wurde nicht berichtet. Und es gibt immer noch, die hat eine Garage für Denise. Denise ist dieses gelbe Untertassenseeboot von Jacques. Und dann hat er Conchave 3 gemacht. Das war dann noch ein Tick später. Das kostete 700.000 Euro. Ich hab so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Cousteau immer größenwahnsinniger wurde. Ja, es fing so an mit... Erste Phase, wir haben zwei Leute unten. Zweite Phase, wir haben 5, 6 Leute unten plus den Papagei. Dritte Phase, wir brauchen 150 Mitarbeiter. Aber das ging dann nicht, weil der Champagner zu teuer wurde für so viele Leute. Nee, es führte dazu, dass Cousteau sich stark verschuldete. Und er hat es so verkauft als Inbesitznahme des Meeresgrund, als so auch für wirtschaftliche Zwecke, also als Lebensraum hat er das versucht zu verkaufen. Und es gab dann schlechtes Wetter und eine Verzögerung, sodass die Aquanauten zwar rausgebracht worden, also sie haben sich schon an den Luftdruck gewöhnt anscheinend, sind rausgefahren worden in ihrer Kapsel, sollten versenkt werden, Wetter wurde schlecht, alles abgebrochen, die in der Kapsel wieder in den Hafen von Monaco rein, durften aber nicht raus, sondern mussten da abwarten, bis das Wetter wieder besser wurde.
Das war in der Nähe von Cap Ferrat, in der Nähe von Monaco auf 100 Meter Tiefe. Also sie sind immer tiefer gegangen. Mhm. War für 2 Wochen geplant. Letztendlich haben sie es ein bisschen verlängert. Und ja, war aber sehr, sehr teuer. Und deswegen wurde es auch nicht zu Ende geführt. So richtig. Also nicht so, wie es ursprünglich mal geplant war, wenn ich das hier richtig verstehe in meinen Aufzeichnungen. Das ist auch ein bisschen verwirrend alles. Und das war auch, also sein Ziel war eigentlich hauptsächlich zu beweisen, dass es geht, oder? Ja, also genau, dass es geht. Ja. Ja, dass es geht. Und er wollte auch, das lässt ein Dugong immer aufmerken, unter Wasser Seegras nutzbar machen, zum Beispiel in großem Stil. So eine Unterwasserbauer-Aktion. Mhm. Ich weiß nicht, ob das zum Essen gedacht war, keine Ahnung. Aber oder zum Dugongs füttern, um da die Dugongs zu schlachten. Ja, es gibt einen von dieser 12-teiligen Serie, die der Typ gemacht hat. Ne? Also der hat dann, das wurde halt abgebrochen. Die Hydrokultur der Zukunft war aquanautische Bauern, die Wale melken und die Früchte des Meeres ernten. Außerdem hielt er es für wahrscheinlich, dass Menschen innerhalb von 50 Jahren zum Homo aquaticus würden, hinterhermändeln. ja. Und durch chirurgische Eingriffe zum Wasseratmer umgepolt werden können. Ach, auch noch. Wow. ja, es gab Küche, Klo, Schlaf, Experimentierräume, Donald Duck-Geräusche und, hier, als die französische Regierung Zweifel an der erhofften Seetang-Ernte beschlich, wurden alle Vorkontinentprojekte abgewürgt. Cousteau gab seine Wasservision auf und befand: Ich fühle mich miserabel, wenn ich, das ist ein Zitat, ich fühle mich miserabel, wenn ich keinen Film drehe. Also hat er wieder einen Film gedreht. Ach, scheiß drauf. Er war zu der Zeit auch schon der Leiter von dem Museum in Monaco. Mhm. Er hat einen Trimaran für Unterwasser erfunden, benannt nach seinem Sohn Philippe, das 1980 dann im Hafen von Le Cap d'Agde in Südfrankreich zu Wasser gelassen wurde, und das ist so ein bisschen auch wieder wie ähnlich wie Sylvia Earle, um vielen Menschen die Unterwasserwelt zeigen zu können, weil da viele dann reingepasst sind, so ein U-Boot für alle. Mhm. Was ich übrigens ganz interessant finde, weil, das habe ich nicht gemacht, weil es ist ja gerade Corona und deswegen ist auch auf Gran Canaria alles dicht, aber die haben da im Hafen von Port Mogan, das ist in der Südwestküste, auch ein U-Boot, wo man einsteigen kann und dann so eine Unterwassertour macht. Abgefahren. Nee, habe ich auch noch nie gemacht. Ich auch nicht. Ich habe immer nur in irgendwelchen Booten, wo man Glasboden hat, da bin ich schon öfter mal mitgefahren. Genau, das kenne ich auch. Aber nee, so U-Boot habe ich auch noch nie gemacht. Kann man da dann rausgucken? Ja, oder? Ja, das ist der Sinn. Ja, sonst macht das ja überhaupt nicht wirklich so viel Spaß. Nee, genau. Das ist der Sinn. Ich war nur mal auf den Bavaria Filmstudios in das Boot, in den U-Boot-Drehsachen. Da kann man so ein bisschen durchspringen. Das ist ganz cool. Ja, hier in Hamburg liegt ja auch ein U-Boot im Hafen, das man sich angucken kann. Und in dem U-Boot wird auch regelmäßig eine Serie mit Michel, wie heißt er, Abdullah. Das ist so ein... Ich kenne doch Das ist einer vom NDR und der macht da immer so eine Talkshow und zieht sich an wie so ein Admiral und redet dann mit seinen Gästen, und das Witzigste daran ist, hat sehr gute Gäste, hat auch interessante Gespräche, und da war letztens Ildiko von Kürti, die kennst du jetzt wahrscheinlich auch nicht, aber die schreibt so Frauenliteratur. Mhm. Und die hat Angst im geschlossenen Raum, also sie hat Platzangst. Oh. Die ist da rein, hat auch gleich gesagt, ich will nichts anderes sehen, und halt immer, ja komm, ich zeig dir das noch, komm, ich führe dich jetzt raus. Und nein, ich will sofort wieder raus. Oh, Willi Wilke hat das in Puerto de Mangan hat er gemacht, ist eher eine Disney-Tour. Extra für die Touris versenkte künstliche Schiffswracks circa 100 Meter vor dem Hafen. Spaßig war es trotzdem. Okay, das werde ich mir mal merken. Interessant, danke für die Info. Ja. Das Wasser in Puerto de Mogán ist mega geil, das muss man dazu sagen. Also das ist ganz, ganz klar, zumindest momentan. Also immer, wenn ich da war, im Prinzip, ich war ja jetzt schon öfter, nicht nur dieses Jahr.
Und da kannst du die Fische einfach von oben betrachten. Also die Durchsicht durchs Wasser ist mega. Deswegen, ja. Ah, und das ist ja die Küste an der Stelle. Das müsste eigentlich für dich auch ein super interessanter Tauchspot sein. Das ist nämlich alles Biosphärenreservat. Also nördlich von Mogan fängt das schon an. Und ist wohl sehr beliebt zum Tauchen. Ja, auf den Kanaren. Also ich war selber da leider auch noch nicht tauchen. Ich war auch nur einmal da, aber da soll es sehr schön sein zum Tauchen, auf jeden Fall. Und es gibt Schildkröten. Es gibt Schildkröten, es gibt vor allem Engelhaie. Ja, das ist ja auf Deutsch und so. Die sind nämlich ziemlich selten, Ja. aber das ist ein Spot, wo man die sehen kann. Also ja, es soll sehr schön sein da. Irgendwann. Irgendwann. Es war auch ein Engelhai, den ich nicht gesehen habe, obwohl er im Hafen von La Aldea de San Nicolás wohnt und ich mir extra einen Schnorchel besorgt habe, einen eigenen Schnorchel, eigene Taucherbrille, eigene Flossen. Und ich bin jeden Tag, und ich weiß, er kommt immer gegen 4. Oh. Ich habe ihn nicht gesehen. Das Wetter war auch scheiße, deswegen war die Sicht auch scheiße. Aber es ist ein Engelhai. Inga, hast du einen Grund, wieder hinzufahren? Ja, voll. Noch unerledigte Aufgabe. Spätestens wenn du als Geist, im Tod als Geist bist, hast du noch. Ach, als Geist habe ich das dann ja bestimmt schon öfter gesehen. Bis dahin ist der Engelhai auch vielleicht auch tot. Dann wäre es doch viel praktischer, wenn der Stimmt. Engelhai als toter Engelhai bei uns also bei mir irgendwie in der Badewanne auftaucht oder so. Dann brauche ich nicht so weit fahren. Hätte vielleicht der Dugong irgendwie eine kleine Panikattacke. Wir wissen ja, wie Hai-Geist. er Haie hasst. Der Hai-Geist in der Badewanne. Ja, voll, Schönes ey. Kinderbuch, Inga. Kinderbuchidee. Jetzt ist es raus, jetzt schreibt es jemand anders. Haigeist in der Badewanne. Ja. Oh mein Gott. Ja. Willst du eigentlich eine Pause machen? Ja, ich wollte gerade sagen, machen wir kurz Ja. Pipi-Pause. Ja. Wie ist es denn jetzt, wo wir beide Profis sind? Kleben wir jetzt dann einfach die Kamera zu, oder? Achso, Weil wenn nee, du ich das mach. System jetzt runterführst. Achso, nee, nee, ich mache jetzt kurz den Stream aus und eventuell mal, ich check mal kurz, ob wir es vielleicht danach eventuell besser machen können, aber ich verspreche nichts. Oh ja. Genau, und dann starte ich den Stream wieder. Also jetzt sind wir mal kurz Okay. ein paar Minuten weg, meine Lieben. Aber wir kommen wieder und dann gibt es noch, ich glaube, noch ein bisschen mehr von Cousteau, oder? Es wirkte so, als ob du noch nicht Ja, ganz fertig bist. ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich habe auch nicht mehr mega viel. Okay, und dann haben wir noch ein bisschen. Also ich meine, Du hast noch wenn Sachen. die Technik passt, dann machen wir noch das Experiment, aber will ich jetzt nicht so versprechen. Genau, und dann haben wir noch Faultiere im Meer. Ja, stimmt. Ey, mit denen können wir noch gleich anfangen. Die faulen Tiere im Meer, da möchte ich gerade mal mehr zu wissen, so als Unterbrechung von meinem. Dann kann Okay. ich auch mal entspannen. Okay. Kann ich mich mal kurz zurücklehnen? Ja, Können wir auch das machen machen. Aber wir. jetzt erstmal kurze Pause Kurze und Pause. Wie dann. lange in etwa, weißt du schon? Lass Gefühlte? mal Wie viele gefühlte Minuten? zwischen 5 und 10 Minuten, sagen wir jetzt mal. Dann sagen wir mal, wir versuchen es um halb. Halb, ja. Ja, Halb. cool. Alles klar. Okay, Okay. bis gleich. Bis gleich.